Heute ist der 27.05. Und die Boxen sind da. Mein Mann hatte dem Umzugsunternehmen erst vorgestern zugestimmt, aber heute standen sie schon vor der Matte. Das ging wirklich flott. Für alle, die es interessiert, ihr habt vielleicht noch so ein bisschen meine Roomtour im Kopf und was wir so alles an Sachen haben. Wir haben 30 mal große Kartons bekommen und 10 mal kleine. Und dazu noch 2 Rollen Tape. Ich war heute auch bei der Estate Agency und habe denen unseren Aufhebungsvertrag? Ich glaube schon, für die Wohnung überreicht. Am 19. werden sie nochmal herkommen, die ganze Wohnung angucken, die dann natürlich leer ist und geputzt. Ja, und dann werden wir ihnen auf jeden Fall sagen, dass der Nachmieter keine Familie mit Kind sein sollte. So, heute ist Montag, der 31.05. und somit der letzte Tag des Mai. Wir waren gestern bei der neuen Estate Agency, haben uns den ganzen Vertrag erklären lassen und haben ihn unterzeichnet. Danach ging es für uns zum Book-Off. Denn mein Mann hat recht fleißig seine CDs, DVDs und Blu-Rays aussortiert. Also bei mir war es immer so, dass wenn ich was bei Book-Off verkauft habe, dass ich relativ wenig Geld dafür bekommen habe. Der Preis belief sich immer so auf 12 Yen und das höchste, glaube ich, waren mal 400 Yen. Yes, yes. Und was hat er gestern bekommen? 5000 Yen. Der Dank geht also an Bruce Willis mit seinem Film Stirb langsam. Und ein Dank geht an Keanu Reeves. Denn mein Mann hatte so eine 4er-Komplettbox von den Matrix-Filmen und die hat auch echt gut Geld eingebracht. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 12.06. und gestern war mein Geburtstag. Yay, wieder ein Jahr älter. Und ich muss sagen, es war ein echt schöner Tag. Es war total entspannt. Mein Mann hatte sich freigenommen gehabt, weil er eigentlich dachte, er hätte einen Termin beim Arzt, den er eigentlich eine Woche zuvor hatte. Aber dafür hatten wir dann gestern den ganzen Tag Zeit und haben auch lecker Kuchen geholt in Giugauca bei einer Patisserie, die Mont Saint-Clair heißt. Die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein bisschen pricey, aber es ist wirklich verdammt gut. Und heute geht's grandios weiter. Und zwar geht's heute zum Apartment und wir lernen den Vermieter kennen. Eigentlich wollten wir gestern schon in die Bude, aber gestern haben sie hier alles noch geputzt. Deswegen waren wir gestern oben mal beim Vermieter und haben sogar die Schlüssel schon bekommen. Und heute messen wir mal ein paar Sachen aus und checken mal alles so ein bisschen ab. Übermorgen ist es schon soweit, kaum zu glauben. Ich habe heute auch den kompletten Tag wieder gepackt und habe geputzt, damit ich das jetzt dann nicht so viel am Ende machen muss. Und wir werden dann morgen wohl schon mal so ein bisschen was in die Wohnung bringen. Ja, und dann geht es tatsächlich schon am Freitag um 8 Uhr los. Also die Firma hat heute angerufen bei meinem Mann und hat gesagt, die stehen um 8 Uhr vor der Matte und das Ganze wird dann wohl bis 10 Uhr dauern. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so lange dauern wird, weil die letztes Mal recht schnell waren, muss ich sagen. Hey, du kleiner Himbeerdieb. Das sind doch Himbeeren, oder? Sieht aus wie Himbeeren. Wie süß ist das denn? Da hat jemand seine Schuhe verloren und sie haben es heute, weil es regnet, extra in eine Plastiktüte gepackt, damit die ja nicht nass werden. Das ist süß. Boah, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es am Freitag schon losgeht und vor allem so früh. Ich finde es ja sehr schade, dass ich am Samstag nicht dabei sein werde, wenn so quasi die letzte Wohnungsbesichtigung stattfinden wird, wo sie ja dann überprüfen, ob alles sauber ist, ob alles heil ist. Aber naja, lässt sich nicht ändern. Was auch komisch war,
Wir haben die Wohnung heute tatsächlich sogar schon online gefunden. Und sie haben hingeschrieben, dass Kinder erlaubt sind. Deswegen habe ich meinen Mann gebeten, dass er doch bitte, bitte, bitte den am Samstag noch einmal sagt, dass da keine Kinder wohnen sollten, denn den Stress wünscht man einfach niemanden. Ja, der Grund, warum wir zwei Melodien um 5 Uhr hören, ist, weil hier noch Setagaya-Kuh ist und da drüben ist Otaku. Und ich muss sagen, die von Otaku, die Melodie ist sehr, sehr, sehr viel schöner. Die ist ja für Kinder gedacht, die auf dem Spielplatz spielen, dass sie dann wissen, dass sie nach Hause müssen zum Abendbrot essen. Ja, so viel zu Wäsche draußen aufhängen. Na, das nenne ich doch ja mal ein super Timing. Wir sind heute Morgen zum Kombini gegangen, weil wir mussten noch Geld abheben, da man den Umzug immer direkt bar bezahlt. Und da haben wir den Motorrad-Guy auf jeden Fall gesehen. Dann sehe ich gerade, dass Mr. Unfreundlich, Mr. Schlechtester Nachbar des Jahres 2021-20 zur Arbeit gegangen ist. Na, Gott sei Dank. Ja, wobei, gut, der wird sich freuen, wenn er heute Abend wiederkommt und wir sind nicht da. Bevor es mit dem Putzen weiterging, haben wir uns auf den Weg zum Shimatsu Home Center gemacht. Wir brauchen nämlich eine farbige Paste, um Löcher in einer Holzleiste zu kaschieren. Da gab es so wahnsinnig viele, gar nicht so leicht die richtige Farbe zu finden. Im gleichen Gebäude gab es auch eine Nitori, quasi das japanische Pendant zum IKEA. Da wir in der neuen Wohnung mehr Platz haben, wünsche ich mir ein größeres Regal. Oh, das hier ist zum Beispiel wirklich sehr...
alles aufgeräumt. Die Bude ist sauber. Und genau, morgen werde ich leider nicht mehr dabei sein bei der Abgabe. Also ist das hier jetzt das letzte Mal in dieser Wohnung. Das fühlt sich ganz komisch an irgendwie. Ein bisschen sentimental bin ich, weil es ja auch so die erste Startzeit mit Shiori war. Die jetzt gerade selig schläft noch im Tatami-Raum. Stimmt, den Tatami-Raum, den muss ich noch mal ein bisschen Liebe geben. Weil wir haben es geschafft. Und jetzt geht's weiter in die nächste Wohnung. Ein neuer Start beginnt. Yes! Tja, da wären wir in der neuen Wohnung. So schnell geht's. Ach ja, noch ein kleiner Nachtrag wegen dem Tag danach. Dem Termin mit der alten Estate Agency. Mein Mann hatte mir hinterher berichtet, dass die Dame sehr gut Acht geben wird, dass keine Familie neu einziehen wird. Denn, was mich sehr überrascht hat, sie selbst ist Mutter und hatte tatsächlich mal den gleichen Fall, dass sie mit ihrem Sohn aus der Wohnung ausziehen musste, weil sich die Nachbarn einfach viel zu sehr beschwert hatten. Dieses Problem scheint also doch verhäufter vorzukommen, als man denkt. Zumindest kann ich sagen, dass es in der jetzigen Wohnung bisher wirklich gut läuft. Ich hoffe, das bleibt so. Auf jeden Fall geht es mir sehr viel besser hier. Und auch der Kleinen tut es gut, sorglos rumzutoben in der Wohnung. Sodele, das war das etwas längere Umzugsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Mal sehen, wann ich mal dazu kommen werde, eine Roomtour zu machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!